Jo, moin, liebe Leute, und auch liebe Landkarten und Rätschen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Armada 2. Ja, wir haben beim letzten Mal zumindest diesen Abschnitt, den wir hier sehen können, halbwegs unter unsere Kontrolle gerissen. Und ja, jetzt wollen wir halt irgendwie mal zusehen, dass wir die paar Geschütze, die hier links noch sind, wegkriegen und uns diesen Planeten da schnappen, damit wir wesentlich schneller an U-Bahn kommen. Ich würde aber jetzt gerne verkaufen. Ein bisschen Metall. Das ist jetzt 720. Entwicklung eines Waffensystems hat begonnen. Wie lange dauert die Entwicklung? Wahrscheinlich jetzt wieder 5 Minuten oder sowas. Ja, 2 Minuten 15 jetzt noch. 16, 15 jetzt. Na gut, wir haben jetzt ein Schiff mehr. Jetzt gleich noch ein zweites Schiff mehr. Ja, hier alle, wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Wir haben nicht genug Krieger. Und nicht genug Krieger. Wir haben nicht genug Krieger. Ja. Wenn ein Schiff nicht aus dem Warp kommt. Ihr ehrt mein Haus. Die Schlacht hat begonnen. Beginnen mit Bau. Ja, das Schiff treffen sie natürlich wieder wesentlich schlechter als die Station in der letzten Folge. Ihr dürft doch kämpfen, ja, so ist es nicht. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Ein ausgezeichneter Plan. Genau, zerstört immer den Frachter hier. Hinter denen kommt ihr ja wohl noch hinterher. Währenddessen bauen wir einfach nochmal, oder warten bis noch vielleicht ein, zwei weitere. Beginnen mit Bau. Kriegsschiffe fertig werden. Die Schlacht hat begonnen. Wir jetzt hier mit den Geschützen aufräumen noch ein bisschen schneller. So, 150 Tonnen Delizium an Bord. Torpedos treffen leider nicht alle. Ein ausgezeichneter Plan. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. So. Schiff zerstört. Ja, wir haben ein, zwei halt verloren durch den Angriff auf die Galor, aber ganz ehrlich, eine Galor-Klasse vernichten oder. Gretor wird mit ihrer Asche zwei oder drei World of Praise verliert, das ist. Steht in keinem Verhältnis zueinander. Was macht denn das Reparaturschiff eigentlich hier unten? Beginnen mit Bau. Wir sind unterwegs. Das ist vor allem das, was mal hier oben stand. Whatever. So. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Dann fliegt lieber hier hinten gleich hin. Noch einmal von der anderen Seite auf. Gefällt mir nicht ganz so, weil wir dann wieder lass die Hunde des zwei Geschütze stehen. Aber nein, okay. Für das Reich. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Wenn ihr euer Plasma-Torpedo habt, wenn der fertig ist, lasst die Hunde des Krieges los. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Oh, hier sogar noch eine Sternbasis. Yippie-yay. Unser Aufklärungsdienst hat echt versagt. Wir werden sie vor uns herjagen. Dies wird unser Tag. So sei es. Schaffst du es noch? Nein. Dammit. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Beginnen mit Bau. Fast. Hier wir haben echt eine neue Instabile. Komm schon, wenigstens du noch. Oh Gott, ist so. Lass die Hunde des Krieges los. Hier schon fast mehr aus. So. Na komm schon. Die Schlacht hat begonnen. Alle Systeme down. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Sternbasis hält aber immer noch. Krieger. Ah, guck mal, hier ist sogar eine Werft. Gretor muss nicht nur alles Asche ist. Bedeckt sein. Ein ausgezeichneter Plan. Für die Ehre.
in der Nähe vom Geschütz. In der Nähe? Nicht mal annähernd, aber... Wir werden sie vor uns herjagen. Wir werden sie vor uns herjagen. So. Bisschen Planetenoberfläche bombardieren. Ist noch irgendjemand nach Hause geschafft? Der eine Neck war, hat es geschafft, Tatsache. Ja, dann fliegt die mal. Dies wird unser Tag. Direkt darunter. Die Schlacht hat begonnen. Die Bird of Praise. Gehen dorthin. Können dorthin. Ihr wollt Lithium haben. Sofort. Wir haben nicht genug hier. Krieger. Wir werden sie vor uns herjagen. Stammt sich sogar das Latinum, was hier ist, sehe ich gerade. Lass die Hunde des Krieges los. Wir haben nicht genug Krieger. Ja, gleich haben wir das mit den Kriegern aber mal gelöst hier. Beginnen mit Bau. Lass die Hunde des Krieges los. Dies wird unser Tag. Wow. So sei es. Die Schlacht hat begonnen. Wir müssen die alle zur Reparatur, also von daher. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Ein ausgezeichneter Plan. Theoretisch dürfte jetzt eigentlich nicht mehr wissen, wo wir hinfliegen. Wieso sieht er uns überhaupt? Beginnen mit Bau. Gehen dorthin. Gehen dorthin. Wir sind getarnt. Und er sieht uns nicht. Wunderschön. So. Ja, Gott, der wird sich halt. Ja. Ist aber auch nicht auf Warp, wenn du wegfliegen willst, ne? Kennst du gar nicht auf Warp, ne? Die Schlacht hat begonnen. Wir haben nicht genug Krieger. So. Ihr ehrt mein Haus. Nein. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Für eine Sekunde hätte ich dich noch gebraucht, lieber Aufklärer. Es ist mir eine Ehre. Es ist mir eine Ehre. So. Eine Beziehung entdecken und dann werden wir dieses getarnte Schiff, was hier steht, angreifen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Gott, wie fies. Oh je. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Viele Wege führen in den Tod. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Oh Gott. Die Schlacht hat begonnen. Wir brauchen Reparaturen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Beginnen mit Bau. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Naja, schicken wir die große Aufräumtruppe mal rein. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Ja, ja, Erwerbsregel hier unten irgendwo. Aber jetzt ganz ehrlich, wir können auch darauf verzichten. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, ist so klar. Die fliegen ja hier auch alle zum ersten Mal. Dies wird unser Tag. Wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Die Schlacht hat begonnen. Lass die Hunde des Krieges los. Dies wird unser Tag. Dies wird unser Tag. Gre-
Generator wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Dies wird unser Tag. Wir werden sie vor uns herjagen. Wir schnappen uns diesen Planeten jetzt einfach so auf, Asta. Dies wird unser Tag. Niemand lebt ewig. Ein Kolonieschiff werden wir jetzt einmal halt darüber für jagen lassen. Unser Volk. Verstanden. So sei es. Das ist gut. Langt dann auch. So. Ressourcen haben wir ja wohl hoffentlich genügend. Sieht ganz gut aus. So. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben nicht genug Krieger. Es gibt hier keine Bedrohung. Beginnen mit Bau. Frachter ist wieder abgefangen. Das mit dem Dilithium verzögert sich eher jedes Mal, weil wir nicht so viel Crew zusammenbekommen, aber... Diese Welt gehört uns. Sollte sich jetzt hier vielleicht auch gleich mal gelöst haben hier, das Problem. Na, okay. Der Plan ist bei 1000 mit Maximum. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Ihr ehrt mein Haus. Ah, wie viele Bird of Praise sind übrig? Die Schlacht hat begonnen. 6 Stück. Beginnen mit Bau. Machen wir aber nochmal so eine kleine Flotte voll. Dann kann die sich nämlich also im Notfall um irgendwelche auftauchen. Oh. There is something coming. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Something very big. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Lass die Hunde des Krieges los. Unsere Basis wird angegriffen. Niemand lebt ewig. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Die Schlacht hat begonnen. Gott sei Dank sind sie so total kurios geflogen. Beginnen mit Bau. Gott sei Dank, schießt du auch mal. Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. So. Schluss mit lustig hier. Oh, Plan ist schon voll bemannt. Ist auch mal schön. Wir haben nicht genug Krieger. Sie haben keine Chance. Dies wird unser Tag. Also nicht. So. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Bis jetzt nur mal zu sehen, dass wir hier... Dies wird unser Tag. Die Schlacht hat begonnen. Den Gegner auch wieder loswerden. Ihr ehrt mein Haus. Hier sind es jetzt noch weniger Bird of Praise. Ihr ehrt mein Haus. Wir sind noch ein paar im Bau, aber... Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Wir werden sie vor uns herjagen. Noch ein paar, okay. Die Aufklärer sind halt zu viele. Beginnen mit Bau. Finde ich, aber... Was sollen wir machen? So. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Da ist noch. Flieg bitte nicht zu weit weg. Lass die Hunde des Krieges los. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wo man dieses Kolonieschiff hin wollte. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Wir haben nicht genug Krieger. So. Nicht genug Krieger, nicht genug Krieger. Wir finden jetzt noch mein Haus.
Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Das Limbau hier ab. So. Sammelpunkt. Ihr ehrt mein Haus. Beginnen mit Bau. Hier ist kein Delizium mehr vorhanden. So sei es. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. So. Kardasianer werden wohl gerade ein bisschen sauer. Die Schlacht hat begonnen. Soll mir aber lieb sein. Wir sind eh stärker. So. Ich will nur mal gucken, ob wir noch irgendwas mit der. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Fangen wir an. Wir haben nicht genug Krieger. Forschung machen können, da fehlt das große Teil noch für. 500 Latinum, na, die haben wir zusammen. Unsere Basis wird angegriffen. Sofort. Baus mal da hinten. Wir haben ein neues Schiff für unsere die Basis Flotte. Wird angegriffen. Beginnen mit Bau. Wir haben doch hier Verteidigung. Warhurst. Sollte erlangen. Nach Stavokor. Zumindest für den Anfang. So. Dies wird unser Tag. Hier ist eine Slotte für. Die Schlacht hat begonnen. Die Sternbasis. So, gut, eine Woche erstmal weg. Können wir auch mitnehmen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Für Chaos. Sehr gut. Beginnen mit Bau. Sind zwei Flotten hier unterwegs. Ein ausgezeichneter Plan. Schaffen das auch dann auch alleine. Wir haben nicht genug Krieger. Oje, der Motium ist leer. Bergenstation, Bergenstation. Wir sind Klingonen. Naja, bevor die so oft in der Reisen, will ich dann lieber hier unten eine Station haben. Nein, langt dann auch. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Na, komm. Stationsbau wurde begonnen. Die Auftragsliste reinreiht. So. Beginnen mit Bau. Dies wird unser Tag. Ekpar. Wir sind jetzt mal Flotte 1. Die wichtige Flotte sozusagen. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, ist klar. Wenn ihr da auch noch reinfliegt, dann setzt es aber was hier, Leute. So. Dann begebt euch mal auf die gehen dorthin. Position von den Herren. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Die Schlacht hat begonnen. Sehr schön. Ein ausgezeichneter Plan. Sind unterwegs. Meinetwegen sollte einer halt drauf gehen. Ein ausgezeichneter Plan. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Gehen dorthin. Beginnen mit Bau. Ein ausgezeichneter Plan. Da. Schluss mit lustig. Für die Ehre. So, du brauchst heute ein Angriffsschiff. Sehr schön. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Ach, ihr baut die Latinum. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Beginnen mit Bau. So. Sternbasis 1. Lass die Hunde des Krieges los. Niedergemetzelt. Dies wird. Sensoren zeigen Gul'kentars Schiff im System an. Martok, dies ist unser System. Sie und Ihre Krieger werden die Niederlage kennenlernen. Denn wir werden nicht aufgeben. Nicht bis jeder klingonische Wilde auf jeder kardassianischen Welt vernichtet ist. Senden Sie diese Nachricht an die Flotte. Ja, Sir. Kanal geöffnet. K-
Krieger des Reiches, dieser Tag wird ein ruhmreicher. Eure Überlegenheit in der Schlacht macht unseren Häusern große Ehre. Kämpft mit aller Entschlossenheit und zwingt die Cardassianer wie Hunde in die Knie. Lasst die Hunde des Krieges los. Ja, ich würde sagen, dann machen wir sie doch mal hier platt. Die lieben netten Cardis. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Habt ihr euch verdient? Dies wird unser Tag. Dies wird unser Tag. Wissen was als Ersatz könnten wir hier runterschicken? Vielleicht einfach die Bird of Praise. Es sind nur noch Metallrückstände auf diesem Planeten. Ihr ehrt mein Haus. Wie Sie befehlen. Jawohl, da wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wie Sie befehlen. Bestätigt. Reparaturcrew bereit. Und du, Es gibt hier keine Bedrohung. Wie Sie befehlen. Bleibst du aber bei Martok bitte. Danke, tschüss. Das kriegen wir die Bird of Praise sicherlich gänzlich alleine hin. So. Ihr fliegt mal für da die runter. Ehre. Rhetor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Quasi Flotte 2, so. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wo ist der Feind? Da lang, sofort. Bringen Sie uns dorthin. Genau, bringen Sie uns dorthin, so. Feuern alle Waffen. Fangt mal hier die Frachter ab, die haben hier nichts zu suchen. Die Schlacht hat begonnen. Zerstören Sie sie. Wir haben ein neues Schiff. Also das ist die normalerweise Trefferrate hier von Disruptoren und Torpedos der Bird of Praise. Ein ausgezeichneter Plan. Schon, die Schlacht möge beginnen. Wir sind bereit für den Kampf. Ihr ehrt mein Haus. Ihr ehrt mein Haus. Ich brauche mehr Energie. Im Vergleich dazu sieht man das hier. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Gehen dorthin. Ich muss stehen bleiben, das Ding vernichten. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Mehr von diesem kardassianischen Dreck Dies hier wird unser weg Tag. Ist. Lass die Hunde des Krieges los. Die Schlacht Desto hat begonnen. So. Ihr ehrt mein Haus. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Wir haben nicht genug Krieger. Lass die Hunde des Krieges los. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Hier weitere Schiffe hier folgen. Sehr schön. Ihr seid nicht Flotte 1. Doch, du bist Flotte 1. Ich sehne mich nach einer Schlacht. So. Dann, Dies wird unser runter. Tag. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ihr ehrt mein Haus. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, war so klar. Feuern alle Waffen. Die Schlacht hat begonnen. Oh Gott. Die sind ein bisschen stärker. Wieso fliegen die denn nicht weg? Haben die keine Werft mehr? Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ah, sehr schön, keine Waffen. Teilweise hauen die Cardassianer eigentlich immer. Weg. Sind unterwegs. Weg, 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 weg! Gehen dorthin. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Der denkt, ihr seid noch völlig woanders. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte.
Die Schlacht hat begonnen. Ihr ehrt mein Haus. Boah. Ein ausgezeichneter Plan. Gehen dorthin. Feuern alle Waffen. So. Gehen dorthin. Schließt euch mit denen zusammen hier. Niemand lebt ewig. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Darf ich den hier auch bemannen? Ihr ehrt mein Haus. Ein ausgezeichneter Plan. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Kletten sind jetzt hier mal Flotte 2, so. Ja, stimmt, so ein Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Da können wir uns gerade eh nicht holen. Dann wird das hier weg. Verzicht mal auf Forschung jeglicher Art hier einfach mal. Die Birdies machen jetzt etwas aggressiveres Erkunden. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal eine etwas überlange Folge vielleicht, notfalls. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben nicht genug Offiziere. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Was? Wir haben keine Offiziere mehr. Oje. Für die Ehre. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Hier unten sind Bauschiffe. Okay, das ist eine Sternbasis. Jetzt aber erstmal wissen, was das ist. Ich verstehe nicht. Ekpar. So, hier hinten verlieren wir zu viele Schiffe, sonst wir werden sie vor uns herjagen. Wir werden sie vor uns herjagen. Lass die Hunde des Krieges los. Lass die Hunde des Krieges los. Wir haben eine Raumspalte entdeckt. WTF, was? Wann baut ihr sowas? Unser Planet ist unter Beschuss. Die Schlacht hat begonnen. Für das Reich. Sir, die Heimatwelt der Cardassianer ist in Sensorenreichweite. Angriffsschiffe, bereiten Sie die Truppen vor. Cardassia Prime wird uns gehören. Wir werden sie vor uns herjagen. So, wir machen jetzt hier Nägel mit Köppen. Dies wird unser Tag. Wir werden sie vor uns herjagen. Lass die Hunde des Krieges los. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Wo gehen wir jetzt hin? Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Ich sehne mich nach einer Schlacht. Jesus, Maria und Josef. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Die Schlacht hat begonnen. Hier ist sehr viel Geld. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Gul'kentars Schiff flieht aus dem System. Kanzler Martok, vielleicht haben Sie hier gewonnen, aber eines Tages werden wir eine andere Schlacht kämpfen. Und dann will ich Ihren Kopf für das Unrecht, das Sie meinen Leuten angetan haben. Ja, ja, ist klar. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Ja, jetzt sind ja auch wieder ein paar Offiziere frei, ne? Aber trotzdem würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt. Die ist jetzt 3 Minuten in der Überlänge. Ich finde, das ist völlig akzeptabel. Dies wird unser Tag. Dies wird unser Tag. Die Schlacht hat begonnen. Für das Reich. Niemand lebt ewig. Lass die Hunde des Krieges los. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein.
Niemand lebt ewig. Für die Ehre. Ja, ich verstehe nicht. Dafür können Sie uns Ferengi nochmal befreien. Für aber die Ehre. Das wird wohl nichts mehr. Niemand lebt ewig. Geben wir dem Patak, was ihm zusteht. Wir werden sie vor uns herjagen. Lass die Hunde des Krieges los. Die Schlacht hat begonnen. So, auf jeden Fall haben die hier einen derben Rückschlag erlitten. Hoffen wir jetzt hier auch massive Schiffsverluste erleiden. Für die Ehre. Das, was wir ihnen quasi gerade wegnehmen, das bauen die so schon. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Lass die Hunde des Krieges los. Für das Reich. Ekpah. Lass die Hunde des Krieges los. Man sollte niemals Erwerbsregel Nummer 34 vergessen. Frieden ist gut fürs Geschäft. Ja. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Geben wir dem Patak, was ihm zusteht. So, tendenziell sind die ja schon fast besiegt hier. Die Schlacht hat begonnen. 31 Minuten, ja. Auch eine gute Idee hier. Unser Planet ist unter Beschuss. Für die Ehre. Ekpah. Wir müssen hier nochmal wieder ein bisschen sammeln. Wir werden sie vor uns herjagen. Schiffe zusammenbekommen. Ich verstehe nicht. Wir haben eine Raumspalte entdeckt. WTF. Für die Ehre. Unser Planet ist unter Beschuss. Weg, 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 weg. Wir werden sie vor uns herjagen. Habt ihr jetzt noch ein Raumspaltenschiff hier? Sag mal, das ist Wahnsinn. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Dies wird unser Tag. Ekpah! Ekpah! Wir werden sie vor uns herjagen. Die Schlacht hat begonnen. Oh, hier oben ist noch mehr, viel mehr. Überall Bergungsgut. Für das Reich. Oh, hier ganze Konstruktionsschiffe. Wir werden sie vor uns herjagen. Dies wird unser Tag. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Für die Ehre. Überlänge. Lass die Hunde des Krieges los. Für die Ehre. Die Schlacht hat begonnen. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Dies wird unser Tag. Lass die Hunde des Krieges los. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein. Sicher, so. Es wird, glaube ich, nur langsam ein bisschen an die Lithium knapp, wa? Wir sind Klingonen. Averak! Wir sind Klingonen. Bereit zum Bauen. Da lang. Fliegt doch einfach mal da hoch. Ekpah! Wir werden sie vor uns herjagen. Ihr ehrt mein Haus. Ekpah! Die Schlacht hat begonnen. Ihr ehrt mein Haus. Wir haben ein neues Schiff für die Flotte. Puh, für die Ehre. Wir werden sie vor uns herjagen. Für die Ehre. Dies wird unser Tag. Gretor wird mit ihrer Asche bedeckt sein.
Wir werden sie vor uns herjagen. Dies wird unser Tag. Könnte jetzt hier der endgültige Finale-Schlag sein. Was ihm zusteht. Das war ein guter Tag. Wieder einmal war das Reich siegreich in einer Schlacht. Aber das ist keine Überraschung. Selbst der liebe Gul'Kentar und seine Crew verließen wie die Ratten das sinkende Schiff. Die Anführer der Cardassianer auf dem Planeten haben um eine Audienz gebeten, um die Bedingungen eines Waffenstillstandes auszuhandeln. Und ich werde sie schon bald treffen. Das wird mir gefallen.